Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Was geht ab? Mit einem neuen TPT React zur Bosch Special Edition. Wurden die Promokarten bekannt gegeben? Okay, wir kennen auch gar keinen aus diesem Set. Ja, das ist ja auch gerade neu. Ja, nein, Special Edition, das ist Bosch halt. Wann kommt der raus? Ende diesen Monat, glaube ich, oder jetzt nächste Woche. Aber steht da? Also diese vier Karten sind bekannt gegeben worden. Draco Awakening. Ah, das ist die neue Dings, das ist Endscoot, die neue Draco Dings. Ja, darüber reden wir noch, ob die noch so gut ist. Dann Light Beacon. Was ist das? Keine Beast Eyes, Pendulum Dragon and Number... Lancelot 23. Ist gut. Das ist der neue Level. Lancelot Dark Knight of the Underworld. Sehr interessant. Ja, das ist der neue, das ist der, den wir spielen wollten. Dings Cosmo. Der Level 8. Ja, und der ist jetzt bei uns erlaubt jetzt dann, wenn er rauskommt. Spielen? Ja, wenn er rauskommt, dann schon. Echt gut. Also erst Zombie, 2 Level 8er. This card can attack your opponent directly while he has materials. When this card inflicts battle damage to your opponent, you can target one face up monster your opponent controls, destroy it. Once per turn during your player's turn when a spell trap card. Krasse Karte. Krasse Karte, oder? Was kann die jemand? Ja, ich habe gerade durchgelesen, oder? Also diese Karte, also du brauchst 2 Achter, an dem, also jetzt im Cosmo zum Beispiel, 2 Destroyer, ja. Kann den Gegner direkt angreifen, wenn er Materialien hat, kann, und diese Karte macht Damage, dann kannst du eine Karte, ein Face-Up-Monster, also ein offenes Monster wählen und dann zerstören. Und einmal pro Zug, in beiden Spielzügen, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird oder ein Monster-Effekt, also ein anderes Monster-Effekt, kann man eine Karte detachen und das negieren. Das ist ganz gut, glaub mir. Krass, oder? Echt gute Karte, ja. Wie es ausschaut, hier Ultra-Rare, schon geil. Wird wahrscheinlich ein bisschen was wert sein. Ansonsten. Echt nicht schlecht. Was ist das hier? Ja, das ist diese Schnellzauberkarte. Das ist Draco. True Draco Awakening. Aber es ist keine Schnellzauber, es ist eine normale. Echt? Ja. Schade. Auf jeden Fall gut. Ist keine Schnellzauber. Leute. Etwa. Die habe ich gemeint, die Karte, oder? Die Sense-Karte, oder? Ja, was kann die? Ja, wenn du ein Dragonflayer-Monster, was nicht ein Pendulum-Monster ist, und ein Draco-Lord, was? Draco-Overlord, ein Draco-Lord-Monster, auf dem Feld ist, kannst du alle Karten, die auf dem Feld sind, in die Decks mischen. Dann kannst du einen Draco Slayer oder ein Draco Lord Monster vom Deck spezial beschwören und du kannst die Summoning Conditions, also die Beschwörungsding ignorieren. Einfach special. Schon krass. Also sprich, du brauchst einen nicht Pendulum Draco Slayer Monster. Okay. Ignis da zum Beispiel. Was gibt's noch? Ja, der Fusionstyp. Nein, ist da. Ja. Das war's. Oder ist der Ding, ist Master Paladin auch Dings? Ja. Aber das Krasse ist ja, das zählt ja für das komplette Feld. Also sprich auch für den Gegner. Ja. Genau, wenn es der Gegner einen Ignister hat und noch irgendwas anderes und du hast vielleicht einen, dann kannst du einfach aktivieren. Bom, 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 alles geht zurück ins Deck, alles. Alles. Ja? Und dann kommt da etwas aufs Feld. Gute Karte, oder? Die ist schon geil. Echt gute Karte. Warst du schon? Ja. Also die anderen zwei sind eher unwichtig. Okay. Also nicht so gut. Also ich freue mich auf die zwei Karten auf jeden Fall, weil ich ja PP und Cosmo spiele. Das Exit-Monster tue ich auf jeden Fall ins Extra-Deck. Ja, und die neue Zauberkarte spiele ich auch auf jeden Fall. Ich denke mal, dass man jetzt in Zukunft eh mehr mit dem Draco Slayer spielt. Ja, okay. Das Draco Slayer Engine. Und sie haben echt gute Karten. Und dass diese Zauberkarte echt zielt nicht. Du kannst sie nicht negieren. Ja. Ja. Echt krass. Also kann komplettes Feld räumen. Und du kannst dann aufbauen. Ja. Servus Mausi, Leute. Cooles Ding. Cooles Edition.
Also ein cooles Produkt. Holzeug und Funtainment München. Ja, und die Einzelkarten dann natürlich bei Zombiezocker. Und bis dahin leidet nicht. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.